Herzlich willkommen aus Berlin. Ja, die Börse sieht rot. Mir deswegen, weil der Christian heute ein rotes Sakko anhat. Herzlich willkommen zu Echtgeld TV Feedback. Wie immer präsentiert aus Berlin für euch von Christian Viröhl und Tobias Kramer. Wir haben, wie üblich, 12 Aktien für euch vorbereitet, die ihr euch gewünscht habt. Und weil es beim letzten Mal ganz schöne Diskussion und auch eine Nachfrage gab zu einer Aktie, bei der ich eigentlich schwer mit gerechnet habe, dass sie jemand von euch unbedingt haben will, haben wir gesagt, na, dann machen wir das jetzt einfach so, weil die eine Aktie, die kann man zumindest mal kurz kommentieren, weil sie eine Alternative zu einem bestehenden Echtgeld-TV-Aktie des Monats-Investment darstellt. Und die zweite, das ist kein Investment, und das haben wir auch aus gutem Grund nicht gemacht, wie es um die Aktie im Moment gerade steht und so weiter, am Ende der Sendung heute. Denn jetzt kommt zunächst mal eure 12 Wünsche, aber ganz am Anfang steht natürlich der juristische Hinweis von Herrn Röhl. 12 plus 2 macht 14. 14 mal die zweite und dritte Meinung zu euren Aktienfavoriten. Und genau das ist es. Meinung, Impressionen, Ideen, aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und schon gar keine Rechtsberatung, was wir hier machen. Demzufolge können wir natürlich auch keine Haftung übernehmen, weder für die Inhalte, ihre Vollständigkeit, ihre Richtigkeit, ihre Aktualität, noch für das, was ihr denn aus diesen Meinungen macht oder eben nicht daraus macht. 14 Echtgeld-TV-Porträts gibt es in der Echtgeld-TV-Lounge und die könnt und sollt ihr doch bitte gerne teilen im Social Web oder mit Freunden oder sonst wem. Ganz wichtig nur, immer schön den Quellenhinweis drauflassen, ordentlich zitieren, denn das ist eine Frage von Sitte, Anstand und Moral. Und jetzt geht's zur Sache. 12 plus 2 Aktien in Feedback 1904 unserer April-Sendung, die ausnahmsweise als zweite Sendung live gestellt wird. Ich glaube, zum ersten Mal überhaupt, dass wir das machen, hatte einfach den Hintergrund, dass die Lüft-Aktie so frisch, puffig an der Börse war, dass wir gesagt haben, die hohen Notierungen, die nutzen wir gleich mal, um unsere Meinung kundzutun. Mal sehen, was zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Feedback-Sendung daraus geworden ist. Ihr könnt ja bei YouTube nach dieser Sendung gerne mal nachschauen, was daraus geworden ist. Ansonsten würden wir jetzt einfach mal loslegen. Und wir starten mit Becton Dickinson & Co. Ja, Medizintechnik. Riesenladen. Aus den USA. Naja, Enterprise Value 90 Milliarden Dollar. Das ist schon eine Hausnummer. Einer der Top 10 Medizintechniker an den Weltbörsen. Da wäre Bayer aber froh, wenn sie die Marktkapitalisierung noch hätten. Ja, Bayer war allerdings nie ein Medizintechniker, sondern immer ein Pillendreher, der jetzt eine Poison-Pill geschluckt hat, aber dazu später mehr. Ein klassischer Medizintechniker, so im Sinne von ganz ausgefeilten Apparaturen, sind die bei Becton Dickinson auf den ersten Blick nicht, sondern das Hauptgeschäft sind Einmalprodukte. Allerdings diese Einmalprodukte werden halt immer wieder im Krankenhaus neu bestellt, also eigentlich ein gutes Geschäftsmodell. Dann sowas wie Spritzen, Kanülen? Ja, vor allen Dingen das Komplexere, wenn es auch darum geht, gleich in die Diagnose rüber zu gehen. Also zum Beispiel Becton Dickinson Diagnostics, da sind dann so Schnellkits mit dabei für den professionellen Einsatz. Also nicht das, was man zu Hause macht, sondern zum Beispiel für die Urologie oder auch für die Onkologie. Natürlich High-End-Spritzen in Anführungszeichen zählen auch dazu. Und immerhin ein Viertel des Umsatzes macht man jetzt schon mit quasi Laborausrüstung, also mit kompletten Anlagen für die Arzneimittelforschung. Das ist dann wirklich Medical High-Tech, so wie man es kennt. Und dafür eigentlich gar nicht so teuer. 20er KGV 19 ist jetzt nicht nachgeschmissen. Ja, aber auf der anderen Seite eben schon mal. Ja, wir sollten daran denken, dass wir, ich glaube, vor 2 Monaten in einer Feedback-Sendung die Coloplast hatten, die in ihrem Bereich, also insbesondere Inkontinenzvorsorge und Behandlung, eine ähnliche Marktstellung hat und mit einem 30er KGV gehandelt wird. Der Durchschnitt der Top 10 Medizintechnikunternehmen wird mit einem 28er KGV gehandelt. Insofern, die 20, die bei Becton Dickinson draufstehen, sind in Anbetracht der Unternehmensqualität, des Wachstums, gar nicht so wirklich aufregend. Jetzt könnte man beim Wachstum natürlich sofort sagen, nach dem Motto, ja, Umsatzwachstum ist ja stark, EBITDA-Wachstum auch, ja. Aber der Jahresüberschuss, aber immer daran denken,
Onkel Trump hat ja die ein oder andere Steuermerkwürdigkeit dort eingeführt. Die ein oder andere sagt auch Steuerreform. Ich kann es ja immer noch nicht sehen. Aber das sollte ich dann vielleicht das rote Sakko tragen. Ich kann es immer noch nicht verstehen, was daran eine so geniale Reform sein soll. Aber es hat zumindest dazu geführt, dass sich bestimmte Sachen in den Bilanzen der Unternehmen verändert haben. Manchmal verbessert, manchmal aber eben auch nicht durch ganz merkwürdige Effekte. Ja, das sind Effekte, die ziehen sich leider jetzt über die nächsten Jahre immer auch in unserem Dreijahresvergleich. Naja, was heißt total nervig? Ich finde es eigentlich okay, die Unternehmen zahlen weniger Steuern. Das ist ganz gut für die... Für uns als Aktionäre ist es gut. Für uns als Aktionäre. Was der Staat davon hat, wird man hinterher sehen. Ich würde ja gar nicht mal jetzt den Stab drüber brechen. Bei uns macht man es ja genau gegenteilig. Ne? Man zieht immer mehr Steuern ab. Läuft jetzt auch nicht unbedingt besser. Also insofern an der Stelle Vorsicht. Umsatzwachstum hast du angesprochen. 15% PA. Naja, also mit den ganzen Einmalprodukten 15% PA-Zuwachs auf dem Niveau sind natürlich nicht machbar organisch, sondern da steckt ein fetter Zukauf mit drin. 24 Milliarden Dollar hat man 2017 ausgegeben für C.R. Bard. Das erklärt dann auch, warum die Verschuldung von Becton Dickinson quasi ja, explodiert ist. Und durchaus in einem Bereich ist, wo bei uns genau diese Farblampen angehen, ja. Da leuchtet es nämlich schon rot. Wenn ihr euch das anschaut, was ihr im Echtgeld-TV-Porträt seht, Hinweis an die Podcast-Hörer, dafür müsst ihr in der Lounge angemeldet sein, um euch diese Unterlagen dann herunterladen zu können. Da könnt ihr dann eben sehen, dass zwischen Marktkapitalisierung und Enterprise Value erstmal eine ordentliche Lücke klafft. Man also denkt, 22 Milliarden ist die Verschuldung, bei den Verbindlichkeiten stehen 21. Naja, es sind real einen Tick weniger und EBITDA ist auch anders auf ganz aktueller Basis. Aber das Verhältnis, die aktuelle Verhältniszahl laut Bloomberg, die ihr im Porträt leider nicht sehen könnt, die ist bei 4,6. Ja. Also das 4,6-fache des EBITDAs steht das Unternehmen im Moment in der Kreide. Und wir sagen normalerweise so, ab 3 ist nicht mehr so richtig schön. Ja, also ab 3 ist mindestens Geld. Ja, insbesondere muss man natürlich auch bei dieser Kennzahl immer gucken, dass man mal ein bisschen zurückgeht, mal sieht, wo kommt so ein EBITDA her. Nur hat sich das Unternehmen hier natürlich sehr, sehr stark durch diese Übernahme gewandelt. Man hat da gerade in der Onkologie und in der Chirurgie bedeutende Kapazitäten dazu bekommen. Und diese Synergien sollten sich relativ kurzfristig auch in einem deutlich überproportional steigenden EBITDA widerspiegeln. Nichtsdestotrotz, wir haben hier einen Sicherheitsabschlag mit drin. Ansonsten war die Aktie in der Vergangenheit auch schon mal teurer. Wir haben auch schon mal 24er, 25er KGVs gesehen. Das heißt, da ist noch Potenzial am Knochen, was nicht bedeuten soll, kaufen, sondern da ist ganz entscheidend der Depot-Contest. Medizintechnik gehört in ein Portfolio, aber wer zum Beispiel schon eine Koloplast hat, wer, wie ich beispielsweise, schon eine Stryker im Portfolio hat oder eine Medtronic, der muss jetzt nicht Becton Dickinson gerade als vierten Medizintechnikwert hinzufügen, sondern da kann man sich dann auch fragen, ob nicht in anderen Bereichen des Depots zunächst mal wichtigere Ergänzungen strategisch vorzunehmen sind. Aber es ist ein schönes Unternehmen mit einer tollen Dividendenhistorie auch, 25 Jahre mit dabei, Wachstum ist vorhanden, erwartet die Rendite ist zwar im Moment eher mau, aber das ist ja das, was Christian dann auch immer wieder sagt, nach dem Motto, wenn man lange genug dabei bleibt, dann geht es eben nach oben und Qualität ist eben auch, bei den Payout-Ratio ist ja auch noch der eine oder andere Schnaps drin, den man da auflegen kann. Also beispielsweise mal irgendwann, wenn man die Schulden erst dann wieder reduziert hat, vielleicht mal zu sagen, jetzt gehen wir mal 50 raus, jetzt gehen wir mal 70 raus, je nachdem, wie man das Wachstumspotenzial einschätzt. Also da geht einiges, von daher schönes Unternehmen, aber eben kein Sofortkauf. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ne, gerade diese Industrie, Medizintechnik, schreit eigentlich nach einem ETF, so wie das bei dem anderen Hightech-Pendant im Healthcare-Bereich auch der Fall ist, wo es im Biotechnologie-Bereich den Nasdaq Biotech gibt. Es gibt in den USA sogar einen iShares US Medical Devices ETF, der eben die führenden Medizintechnikkonzerne der USA, wie zum Beispiel auch eine Stryker, zusammenfasst. Aber das Dumme ist nur, der hat bislang keine Vertriebszulassung für Deutschland. Keinen Europapasswort gibt es nicht als USITS-Fonds. Das wäre schön, wenn man das bekommen könnte. Es gab auch mal, die Älteren werden sich erinnern, nicht nur eine BB Biotech, sondern dasselbe für Medizintechnik, BB Medtech, hat sich leider aber nicht durchgesetzt und ist jetzt wieder ein ganz normaler
langweiliger Investmentfonds. Schade eigentlich. Aber das soll es zu Becton Dickinson gewesen sein. Und weil der Christian heute ja in Rot gekleidet ist, dachten wir uns, dass es total praktisch ist, sowohl so für so eine abgestürzte Aktie mal dieses Signal, diese Signalfarbe zu nehmen, aber auch eine Farbe zu nehmen, mit der er theoretisch sofort bei einem Unternehmen, bei einem Unternehmensteilbereich dessen, was wir jetzt vorstellen, anfangen könnte zu arbeiten, wenn er es noch müsste, muss er ja nicht. Wir reden über Seaconomy. Ich bin doch nicht blöd, Mann. Genau, und zwar die Aktie, die zu 78% an der Holding Saturn oder Media Saturn Holding beteiligt ist. Und wo wir auch wieder der Spaß ist eher reduziert im Moment. Ja, aber vor allen Dingen müssen wir zunächst mal sagen, für diejenigen, die das Echtgeld-TV-Porträt vor sich haben, Vorsicht! Dieses Porträt zeigt nicht so die ganze Wahrheit, beziehungsweise zeigt zu viel der Wahrheit. Seaconomy in dieser Form als Holding für die Media Saturn-Aktivitäten gibt es erst seit dem Juli 2017. Trotzdem geht unser Chart hier bis ins Jahr 2008 zurück, so wie immer. Auflösung ist, naja, das ist die ehemalige Metro. Da wurde zunächst das Cash-and-Carry-Geschäft von der Metro abgespalten in eine neue Gesellschaft und dann wurde der Rest, was eben dann Media Saturn war, Seaconomy genannt. Also von hinten durch die Brust ins Knie an dieser gesamten Transaktion, Aufspaltung von Metro in zwei Gesellschaften, sodass man also jetzt zweimal Minus sieht und nicht nur einmal im Depot. Doppelt rot sozusagen. Das hat insgesamt für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und diese ganzen Berater und Investmentbanken 600 Millionen Euro gekostet. Oder das EBITDA eines ganzen Jahres. Die Zahl habe ich doch gerade schon mal gehört. Also das heißt, diese Industrie hat davon profitiert. Alle anderen, wenn man auf den Chart schaut, seit 2007 nicht wirklich. Es ging nochmal kurz hoch und dann rasant runter. Die Aktie von 13 auf 3. Von 13 auf 3, irgendwo zwischendrin bei 8,50 hat das Management von Seaconomy den einzigen guten Deal des Jahres 2018 gemacht, nämlich Aktien für 227 Millionen für 8,50 Euro vertickert an Freenet, die also jetzt entsprechend diesen Verlust auch buchen dürfen. Warum sie es gekauft haben, weiß ich immer noch nicht. Als Investment hat es schon mal nicht gut ausgesehen. Und ansonsten müssen wir euch auch eine Sache zeigen, wo man dann schon mal ein bisschen erstaunt hinguckt und sich denkt, was ist denn hier los, um Gottes Willen? Denn wir haben eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden und wir haben einen Enterprise Value von minus 750 Millionen, was ja im Umkehrschluss nichts anderes bedeuten kann, als dass da eine sehr, sehr ordentliche Menge an Kohle rumliegen muss, die dazu führt, dass neben den Verbindlichkeiten ja auch die Marktkapitalisierungsposition komplett aufgeraucht wird und man quasi bezahlt. Also wir haben bei der Aktie ein extremes Misstrauen natürlich und dann heißt es immer, ja, das ist natürlich Death by Amazon, der stationäre Handel. Ja, das spielt natürlich auch rein, aber das sind natürlich wahnsinnig viele Managementfehler dabei. Man hat 2018 das hat das Management, was ja inzwischen nicht mehr dabei ist, auch eingestanden, falsch eingekauft. Man musste hinterher Zeug verramschen. Verramschen, das kennt man schon aus der Baumarkt-Szenerie. Praktiker lässt grüßen. Das ist nie gut. Das ist häufig der Anfang vom Ende. Es fehlt so irgendwie die Perspektive. Ich habe jetzt gelesen, dass... Und das muss man auch noch mal ein bisschen verdeutlichen. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Wir reden hier über ein Unternehmen, was für 21 Milliarden Euro im Jahr Güter und Dinge verkauft. Und zwar bei einem Praktiker, eine Schaufel bleibt eine Schaufel. Ein 55 Zoll Fernseher, da kommt irgendeine neue LED, LCD, Strom, 4K, Gedöns, sonst was Technologie raus, der wird alt. Und in dem Moment, wo dann eben nebenbei noch nicht nur für 21,5 Milliarden oder 21,4 Milliarden Güter verkauft werden, sondern eben auch für 17, noch was Milliarden eingekauft wird und dann vielleicht nicht der Absatz so gut ist und man mal auf 5% seines Zeugs sitzen bleibt und das dann rapide an Wert verliert. Da ist die Risikosituation eben anders als bei einer Schaufel, bei einer Schubkarre. Tiernahrung gab es ja nicht rabattiert. Aber das ist ein Problem und das scheint das Misstrauen auch zu sein, dass da offenbar noch irgendjemand befürchtet, dass da massive Abschreibungen auf das drohen, was man da irgendwie
noch ja, im Umlaufvermögen rumzuliegen. EBITDA-Marge 2,9%, das ist selbst für den Handel richtig, richtig schlecht. Und es kommt halt hinzu, dass man sich nicht so ganz vorstellen kann, wie denn jetzt der Turnaround gelingen soll. Also unter anderem will man jetzt Schulungen anbieten für Kunden. Also zum Beispiel digitale Bildbearbeitung kann man dann im Mediamarkt lernen. Nach meinen letzten Erfahrungen im Mediamarkt möchte ich dort mich nicht aufhalten für eine Schulung. Also ich glaube, dagegen ist ja in einem Gefängnis die Freundlichkeit noch größer. Ja, und wir haben jetzt hier gerade die Frage, ich habe 60% Verlust. Aussitzen. So, und das ist genau so ein Moment, da hört es dann auch mal auf mit irgendwelchen dummen Sprüchen oder witzig sein wollen, weil das ist genau so eine Position, wo man dann sagt, was macht man jetzt? Und die Frage, die wir da ganz gerne auch zurückgeben würden, weil wir die Entscheidung nicht abnehmen können und auch den Teufel tun werden, da einen Ratschlag zu geben. Aber die Frage, die man sich stellen sollte, ist die Aktie, bin ich von dem Unternehmen überzeugt, dass sie das hinkriegen und würde ich sogar auch noch überlegen, möglicherweise zu kaufen. Dass einigermaßen offensichtlich geworden ist, dass wir dazu nicht unbedingt tendieren, ist vielleicht klar geworden. Aber wir können hier keine Verkaufsempfehlungen bei dem Unternehmen aussprechen. Und vor der Empfehlung sprechen wir generell nicht aus. Aber vor allen Dingen eines fragen, warum hast du die Aktie denn damals gekauft? Was war denn dein ursprünglicher Investment Case? Und gilt der vielleicht noch völlig unabhängig vom Kurs? Hast du gesagt, naja, du wolltest bewusst gegen diesen Trend spekulieren und eigentlich wusstest du, ja, es kann schwierig werden, aber es ist eigentlich noch intakt und die Trendwende kann ja gelingen. Da ist sehr, sehr entscheidend die ursprüngliche Investmentmotivation und sobald die nicht mehr intakt ist, verkaufen. Da ist der Kurs nicht so relevant. Deshalb, das ist eine der Empfehlungen, die es immer gibt von uns, wenn man eine Position eingeht, in irgendeiner Form dokumentieren, was denn der Investment Case ist. Ja, am besten ist immer ein paar Stichpunkte aufschreiben, so wie wir das übrigens auch immer machen. Ja, hier in dieses kleine schwarze Büchlein kommt das bei mir rein. Der andere macht oder das vielleicht mit Notizen oder spricht es sich auf in ein Memo. Aber macht euch ein paar Stichpunkte, warum ihr irgendetwas tut oder nicht tut, damit ihr hinterher Entscheidungen nachprüfen könnt. Genau, und das ist etwas, wir sind hier in der Situation, also ich war in der Situation, als wir uns das angeguckt haben und ich insbesondere den Enterprise Value gesehen habe, da zucke ich natürlich schon mal. Ja? Nur das Problem ist eben einfach, dann haben wir uns die Zahlen angeguckt, haben gesehen, dass die EBITDA-Marge ist eben nicht doll, die Gross-Margin ist jetzt auch nicht so doll mit seinen 20%. Da gibt es eben Anbieter, die machen 25% und 30%, was dann eben auch schon mal zu einem deutlich anderen, nicht nur EBITDA, sondern auch zu einem Ergebnis führen würde. Also es gibt verschiedene Sachen, wo man sich unwohl fühlt, wenn man auf die Idee kommt zu sagen, nach dem Motto, ein Enterprise Value von minus 750 Millionen will ich haben, dann kauft man die. Man sollte, also hier ist aber eigentlich das Musterbeispiel dafür, wo es sich dann vielleicht, weil es dann eine sehr spekulative Position auch ist, doch mal Gedanken darüber machen sollte, nicht vielleicht auch mit einer Stop-Loss-Order ranzugehen und zu sagen, da. Ich halte von der Stop-Loss. Nein, das ist ja in Ordnung. Und grundsätzlich halte ich davon auch nichts, weil man eine Aktie als unternehmerische Beteiligung sieht. Aber es gibt auch spekulative Motive. Und wenn man ein solches spekulatives Motiv dabei möglicherweise hat. Es ist ganz einfach. Entweder verdoppelt sich das Ding, da kann man nochmal fragen, vielleicht ist das auch ein Dead Cat Bounce, ja, oder es schmiert vorher Richtung Penny Stock ab. Das erinnert mich an meine Wette. Ne? Ich habe ja gesagt, es gibt einen Penny Stock noch dieses Jahr außer Steinhoff. Haben wir doch schon. Ja. Naja, zum Jahresende, ne? Und vielleicht sind die ja dabei. Ansonsten fand ich lustig, dass du gesagt hast, du hast gezuckt. Also ich habe das letzte Mal beim Mediamarkt auch gezuckt. Als ich einen Verkäufer gefragt habe und dann diese Blicke sah, so nach diesem Moment, wenn Blicke töten könnten, ich habe den wirklich in seinem Mittagsschlaf gestört. Das ist auch blöd. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist auch so nicht in Ordnung. Nee. Das soll es zu der Aktie gewesen sein. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, was lustigerweise letzte Woche bei der Aktie des Monats schon mal nachgefragt wurde, als wir uns mit der Deutschen Post beschäftigt haben, wo dann gesagt wurde, naja, wenn man über Digitalisierung und so weiter nachdenkt, dann muss man doch ganz klar an ein Unternehmen denken. Und das war lustigerweise auch auf der Wunschliste für Feedback. Ja, und hat mich total gefreut. DocuSign, eines der wenigen Unternehmen, die ihr eigenes Verb haben. Ne? Man kann etwas googeln, ne? To Google, naja gut, das ist inzwischen Weltstandard, aber in den USA sagt man inzwischen auch To DocuSign für
Dokumente digital unterschreiben. Ich hatte vor 10 Tagen noch das Vergnügen, beim Kapitalgipfel in München einen Vortrag zu hören von Thomas Rappold, dem Silicon Valley Investor und Peter Thiel Biografen. Und einer seiner Fokusunternehmen dort war eben auch DocuSign, tatsächlich ein Unternehmen, wenn man ihm und vielem, was man sonst von Technologie-Blogs lesen darf, Glauben schenken kann, was wirklich digitale Prozesse neu definiert. Was dort auch einen entsprechenden Wissens- und Technologievorsprung schon auf die Straße gebracht hat, sprich zum Endkunden, gerade B2B. Und das scheint zu funktionieren. Das Unternehmen macht schon mal 700 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr, wächst da auch mit einer ordentlichen Rate. Wir können es von der Unternehmensseite und vor allen Dingen von der Produktnutzung nicht qualifiziert einschätzen. Wir gucken auf ein paar andere Sachen und haben uns ein paar Sachen angeguckt. Und zwar sowohl vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, naja, so ein Umsatzwachstum kann ja wohl, also wird ja wohl nicht so unlimitiert weitergehen. Und die Analystenschätzungen gehen auch davon aus, dass es in den nächsten Jahren auf 30, auf 25, auf 20 und so weiter runtergehen wird. Bis runter auf 15, meine ich mich zu erinnern. Ja, bis runter 15. So, und dann sind wir eben in folgender Situation. Ich habe mal nachgerechnet, was es eigentlich bedeutet, wenn das Unternehmen jetzt jedes Jahr ausgehend von den 700 Millionen um 30% wächst, und zwar auf die nächsten 5 Jahre. Ja, dann stehen wir bei einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro. Ihr seht ja am EBITDA, dass da, und auch beim Jahresüberschuss, dass das im Moment nicht so unbedingt kernprofitabel ist, was die da machen. Ja, also so eine Umsatzrentabilität von jenseits minus 50%, da muss ich ja was tun. Das ist bei digitalen Geschäftsmodellen ja mitunter nicht unüblich. Und dann ist es eben so, dass Umsätze deutlich stärker steigen als Kosten. Ich habe jetzt hier mal unterstellt, dass die Kosten eben nicht um 30%, sondern nur halb so hoch wachsen. Das kann auch noch zu viel sein, um Gottes Willen. Aber es soll mal so eine Indikation dafür geben, was es eigentlich bedeutet. Also hier mal ein Umsatz, ein Kostenwachstum von 15% pro Jahr unterstellt, dann müssten die Kosten so in etwa bei 2,2 Milliarden liegen. Heißt dann also, im Jahr 2024 gibt es einen Überschuss von 400 Millionen Dollar. Yippie! Und das bedeutet bei einer Marktkapitalisierung ein KGV von 22 im Jahr 2024, wo ich noch so, also wirklich so viele Störterme in der Risikobetrachtung drin habe, wo so viel passieren kann. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass Google auf einmal auf die Idee kommt, sowas zu machen. Es geht einfach nur darum, dass es Veränderungen geben kann, dass es Marktbereinigungen geben kann, dass es verschiedene Sachen geben kann, wo die Unterstellung eines 30%igen Umsatz und auch eines 15%igen Kostenwachstums viel zu spekulativ, viel zu weit in die Zukunft geschossen ist, um dann auf eine solche Bewertung zu kommen. Genau, also Sinn hier zu investieren auf diesem Niveau macht es eigentlich nur, wenn man sagt, diese gesamten Umsatzprognosen, die jetzt draußen sind, alles Bullshit, sind Makulatur, sondern die wachsen weiterhin, genau, mit 40, 45, 50%. Und die erhöhen auch ihre Kosten nicht um 15 oder 10%, sondern genau, die erhöhen sie nur um 5%, weil die eigentlich gar nichts mehr brauchen. Weil die ganze Infrastruktur ist da, da müssen nur Erneuerungsinvestitionen geschaffen werden, genau, und ein paar Minuten eingestellt werden. Das ist die Geschichte. Wenn ihr diesen Insight habt, dass ihr das auf eine valide Marktbetrachtung stützen könnt, dann warum nicht? Uns fehlt dieser Insight. Wir können dann nur von der Risikoseite argumentieren. Da ist es momentan so wie mein Jackett eher rot. Auch übrigens mit Blick auf die im Silicon Valley sehr populäre Rule of 40, nämlich dass das Umsatzwachstum zuzüglich der Free Cashflow Marge in Summe immer Jahr für Jahr 40 betragen soll. Diese 40, die sind für das abgelaufene Geschäftsjahr so gerade eben noch erreicht worden. Die Summe ist bei 41, wobei es schön ist, 6,5% Free Cashflow Marge, also das heißt, vom Free Cashflow her sind sie bereits profitabel. Da haben sie ein Break-Even geschafft, aber trotzdem, für dieses Jahr rutschen sie runter, und wenn man die Schätzung der Analysten nimmt, dann sind sie in den nächsten 3 Jahren jedes Jahr darunter, und dann, ja, hat man beim Wachstumsunternehmen ein Problem, außer ihr sagt, hey, diese Prognosen sind alle kompletter Bullshit. Genau. Eins, was mich dabei bei dem Unternehmen ein bisschen stört, das ist aber so ein atmosphärisches Ding. Ich finde eigentlich bei so Hightech
Unternehmen aus dem Silicon Valley ist immer total schön, wenn CEO und Gründer noch richtig Skin in the Game haben, wenn die beteiligt sind am Unternehmen. Das ist bei DocuSign nicht mehr der Fall, weder der CEO noch die ursprünglichen Gründer. Es ist ein relativ altes Unternehmen vom Anfang des Jahrtausends, ne, gab es noch nicht mal Facebook, haben alle keine nennenswerten Anteile mehr, sondern das ist investorengetrieben. Mag ich persönlich nicht so ganz, kann aber natürlich der eine oder andere völlig anders sehen, weil er sagt, hey, ist doch super, wenn das investorengetrieben ist. Die gucken, dass sie die Bude jetzt richtig aufblasen auf 30 Milliarden und dann vertickern sie es an Google. Ist auch vielleicht eine Möglichkeit, dann sind zumindest zwei Unternehmen zusammen, die schon ein Verb haben. Jedenfalls ist es high, high, high risk. Bei mir allenfalls was fürs Venture Depot. So, und das war es dann zu DocuSign. Wir haben jetzt ein paar Themen gestriffen und bei Themen erlaubt mir mal kurz den Exkurs auf eine andere Sendung, die wir hier regelmäßig machen, nämlich das Thema des Monats, das wir ganz gerne aber auch mit etwas anderem kombinieren, nämlich mit dem Echtgeld-TV-Talk. Davon hatten wir in den letzten Monaten einige Sendungen, einige Formate ausprobiert mit unterschiedlichen Gästen. Die drei erfolgreichsten davon wollen wir euch noch mal ganz kurz nennen, nämlich Roger Peters, der gezeigt hat und auch immer noch zeigt, wie man mit Nebenwerten erfolgreich investieren kann und der sich und wo sich das Interview großer Beliebtheit erfreut hat. Darüber hinaus haben wir mal versucht, eine seriöse Crash-Sendung zu machen und mal mit Klaus Vogt die ganzen Krisenherde durchzudeklinieren. Dazu könnte der ein oder andere von euch auch einen Update-Wunsch haben. Und wir hatten ganz intensives Gespräch mit Karl Pilny, dem Autor und dem Asien-Experten, über die asiatischen Märkte und über asiatisches Boot on the Ground. Und da wollen wir von euch mal wissen, wen von diesen drei Gästen sollten wir eigentlich aus eurer Sicht schnellstmöglich wieder einladen. Roger Peters für deutsche Nebenwerte, Klaus Vogt für ein Crash-Update oder Karl Pilny für eine neuerliche Vertiefung des Themas Asien, nachdem ich ja jetzt in der Zwischenzeit auch zweimal da war. Ja, und ich glaube, das gibt ein sehr deutliches Bild. Dachte ich am Anfang auch, aber es hat sich jetzt wieder gedreht. Ja, aber naja, also... Aber eins ist doch schon deutlich. Also wir sehen zumindest mal, dass ihr generell dem Optimismus mehr zugetan seid als dem Pessimismus. Aber ihr habt auch erst zu zwei Dritteln abgestimmt. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Also kommt zurück an die Rechner, stellt das Bier kurz zur Seite und klickt die Maus, damit wir eure Stimme haben. Warum müssen die denn am Rechner gucken? Die können es doch ganz entspannt auf dem iPad machen. Ja, willst du zu Hause auf dem Rechner gucken? Kann schon sein, ja. Echt? Wenn ich es möglicherweise auch so ein bisschen nebenbei gucke und nur bei den Aktien dann wieder zuhören will, die mich wirklich interessieren, weil mich vielleicht eine DocuSign oder DocuSign wahrscheinlich eher oder eine Becton Dickinson nicht so interessiert. So, jetzt sind wir bei dem Antwortniveau einfach mal hier und zeigen euch, dass ihr euch mit einem 50% Ergebnis für den Roger Peters entschieden habt, den wir dann heute noch darüber informieren werden, dass er gefälligst mal wieder nach Berlin zu kommen hat. Ja. Uns dann entweder hier in einer noch immer einzurichtenden Gesprächsecke oder bei Vogts Bier Express zu einem Gespräch für Fragen und Antworten zur Verfügung steht. Und wir machen dann an der Stelle weiter mit einer richtig leckeren Aktie. Mit richtig Spam, nämlich dem Spam von Hormel Foods. Ja, Hersteller von Spam, denn Spam ist ursprünglich gar nicht E-Mail-Müll, sondern Spam ist Spiced Ham und das ist ein Frühstücksfleisch, was hergestellt wird von Hormel Foods und was durch... Haben wir beide noch nie gegessen? Hast du schon mal gegessen? Ich habe das schon mal gegessen, ja, weil ich wollte das unbedingt mal essen. Schmeckt also für mich, ich habe es dir auch in der Vorbesprechung gesagt, ein bisschen so wie das, was man beim Aldi kriegt, da ist ja auch so Fleisch in der Dose, ja, so Leberwurst und das schmeckt alles gleich, ja. Also überhaupt nicht meins, aber man sagt ja immer so, Konsumentengewohnheiten haben sich in der Nahrungsmittelindustrie geändert, die Leute wollen alle gesünder leben und deshalb haben es Unternehmen, die klassisch Lebensmittel herstellen, ja auch so wahnsinnig schwierig. So, und dann gucken wir auf Hormel Foods, egal ob auf den Kurs
der Aktie oder noch viel wichtiger auf die Gewinne des Unternehmens. Und wir stellen fest, das, was Raimund Brichter von links unten nach rechts oben, ja, Liro-Aktie nennt, haben wir hier auch, es geht aufwärts. Ja, und das ist auch durchaus beeindruckend, und insbesondere wenn man sich die Gewinne pro Aktie anschaut, beeindruckend. Natürlich dann auch beeindruckend das Thema Dividende, 45%iger Payout, 1,9%ige Dividendenrendite, seit über 25 Jahren gezahlt, ja, nicht gesenkt, erhöht und so weiter. Das ist gut. Gut ist sicherlich auch die Verschuldungssituation des Unternehmens. Ja, das, sind, das ist eine schöne Sache. Sind kaum Schulden. Das ist, was aber ganz schön teuer ist, ist so die grundsätzliche Bewertung. Also 25er KGV ist ordentlich. Das ist pure Qualität. Ja, das ist, diese Qualität wird natürlich bezahlt. Daran erkennt man aber auch, dass viel Geschwafel über Probleme in der Industrie in Wirklichkeit Probleme in den Unternehmen sind. Wir hatten das bei Kraft Heinz schon seziert. Kraft Heinz hat natürlich vielleicht nicht mehr diese Wachstumsraten bei Mac and Cheese, ja, beim fettigen Macaroni mit Käse. Aber die Hauptprobleme des Unternehmens resultieren aus dem Financial Engineering. Bei Campbell Foods, wo der Kurs auch ähnlich mies aussieht, ist es einfach ein angestaubtes Sortiment. Hormel Foods zeigt, mit einem guten Management, mit marktgerechten Produkten lässt sich auch in einem traditionellen Lebensmittelunternehmen richtig gutes Geld verdienen, und dafür wird von Investoren eben ein Premium inzwischen bezahlt, denn es gibt eben genug schlechte, schlecht laufende, schlecht gemanagte Lebensmittelhersteller in den USA. Wenngleich ich sagen muss, Qualität hat immer ihren Preis, aber der Preis aktuell, KGV von 24 aufs laufende Jahr, wäre angesichts der nun doch natürlich irgendwie limitierten Wachstumsaussichten selbst mir als Qualitätsaktienfan etwas zu hoch. Aber die Aktie war ja vor 18 Monaten nochmal auf $30. Das wären gut 25% billiger. Dann kann man wieder zugreifen. Es ist nicht gesagt, dass sie dorthin geht. Wer die Aktie hat, einfach dabei bleiben, denn die Rendite wird jedes Jahr mehr. Denn die weiteren Dividendenanhebungen sind auf jeden Fall absehbar. Ein Thema ist bei so einem Unternehmen und gerade so bei nicht so unbedingt ja, teuer und qualitativ vielleicht hochwertig hergestellten Lebensmitteln eine wichtige Frage. Massentierhaltung habe ich in den USA selber als Thema beim Verbraucher noch nie wahrgenommen. Nein, ist kein Thema. Was eher ein Thema ist, Hygiene. Das hat man zum Beispiel gesehen bei Imbissketten. Chipotle Mexican Grill, ja, hatte zwei böse Salmonellenfälle oder Hygienefälle, von denen das Unternehmen sich nationwide nicht wirklich erholt hat. Na, mittlerweile schon, aber, ja, aber es ist, hat eine Weile gedauert. Es hat erhebliche Einbrüche gegeben. Da muss man sagen, hat Hormel wirklich auch das Vertrauen der Konsumenten. Die hatten bei ihrer Truthahn-Sparte tatsächlich auch ein solches Salmonellenproblem, haben zwei Rückrufaktionen starten müssen, aber es hat ihnen nicht so geschadet, wie man das vielleicht hätte befürchten müssen. Die Umsätze im Truthahn-Bereich sind leicht zurückgegangen, aber sie haben das an anderer Stelle großartig kompensieren können. Übrigens auch im Auslandsgeschäft. Eigentlich ist Hormel ein sehr, sehr amerikanisches Unternehmen, aber sie sind nach China gegangen und verkaufen ausgerechnet ihr Spam, ihr Spiced Ham, ihren Gewürzschinken in China. Und diese Anfänge waren extrem erfolgreich. Es gibt genug Witze, die man an der Stelle darüber machen könnte, auch zu den Ernährungsgewohnheiten von Amerikanern und Chinesen. Das lassen wir nur einfach mal. Nur ein Hinweis noch, es ist nicht die größte Food-Aktie. Man sollte allerdings nicht die Aktie kaufen, weil man vielleicht spekuliert, dass Warren Buffett ein bisschen Qualität für Kraft Heinz kauft. Das wird hier schwierig. 47% liegen bei der Hormel Foundation und die ist ungefähr genauso störrisch wie die Hershey's Foundation. Die hat sich ja auch nicht einer Übernahme der Hershey's vor 2,5 Jahren zustimmen lassen. Also das wird nichts, aber man kann einfach mal ein bisschen abwarten. Watchlist oder schlichtweg halten. Und wo wir jetzt gerade quasi durch das Produktangebot von Spiced Ham in China angekommen sind, können wir bei der Gelegenheit gleich nochmal ein bisschen wieder zurück in den Osten fliegen. Und dann landen wir in Japan und sind bei einer anderen nicht so ganz gesunden Tätigkeit, nämlich dem Rauchen, und sind bei Christians
einer von zwei japanischen Aktienpositionen, wenn ich das richtig genau habe, nämlich bei Japan Tobacco. Die Nummer drei im weltweiten Zigarettenmarkt. Also es ist nicht nur Japan. In Japan machen sie nur 37% ihrer Umsätze. Der Rest ist tatsächlich weltweit mit Marken wie Winston und Camel oder American Spirits. Camel müssen sich natürlich teilen. 37% ihrer Aktien, ihrer Umsätze machen sie in Japan. Ja. Aber 49% der Aktien werden in Japan gehalten. Ja, 33% liegen beim Finanzministerium, 11% haben sie selber, 5% liegen beim Government Pension Fund, also beim Pensionsfonds der Regierung. Ja, und man kann davon ausgehen, es werden immer mehr. Also Aktien verschwinden tendenziell. Die kaufen natürlich auch zu seit 3 Jahren deutlich sinkenden und gesunkenen Kursen, 40% in 3 Jahren an Wertverlust. Ja, man muss sagen, da ist wie bei allen Tabakherstellern, die letzten 3 Jahre haben wenig Freude gemacht. Auch auf 5 Jahre schon Japan Tobacco deutlich zurückgeblieben hinter insbesondere Altria, die ja lange Zeit sich sehr, sehr gut gehalten haben. Wesentlicher Grund, man hat sehr frühzeitig sehr, sehr viel Geld investiert in elektronische Zigaretten, in das Vaping, in alles das, was angeblich Tabak gesünder verdampfen sollte. Das hat viel Geld verschlungen, aber es hat bis heute nicht die Umsatzhoffnung erfüllt, die man daran geknüpft hatte. Wir hatten selbiges schon mal diskutiert bei Philip Morris International, gleiches Problem. Hier das Ganze allerdings aus einer etwas besseren Bilanzstruktur heraus. Das Unternehmen insgesamt sieht finanziell gesünder aus. Ist günstig bewertet. Ist jetzt auch zeigt eine stattliche bewertet. Dividendenrendite. Stattliche Dividendenrendite 5,6%, die man auch nicht jetzt durch Quellensteuer komplett zerhäckselt, sondern da bleiben am Ende, glaube ich, 0,315% japanische Quellensteuer, die nicht angerechnet werden. Wie kompliziert übrig. Und nervig ist da das Verfahren bei einer japanischen Aktie? Ich habe keine Ahnung, weil 0,315 hole ich mir nicht wieder. Der Rest wird angerechnet. Es bleibt, das wäre der Rest, aber dann hole mir doch nicht 0,315% Steuern wieder. Ach, 0,325 irgendwie und in der Region ist es. Also beruhigt mich ja doch ein wenig. Macht keinen Sinn. Nee, also das ist so groß ist meine Position dann nicht, dass das lohnen wird. Es ist ja nicht nichts. Nicht? Also ansonsten, man sieht es auch beim Gewinn pro Aktie, wenn ihr das Porträt vor euch habt, für Leute, die Podcast, dann bitte herunterladen. Dass es zumindest aber eine hohe Stabilität hat. Der Umsatz wächst jetzt nicht gerade, er schrumpft sogar leicht. Jahresüberschuss ist auch ein bisschen da unter die Räder gekommen, aber zumindest auf der Aktienebene einigermaßen stabil. Und wir haben hier ein günstig bewertetes Unternehmen, das eben 75-70% auf 1 bis 3 Jahre ausschüttet, dessen Dividende wächst. Also im Grunde genommen so einiges von den Dividendenadelkriterien wird schon erfüllt. Ja, das ist Dividendenadel, gerade auch im Zusammenhang mit der sauberen Bilanz. Es gibt halt ein Thema, was auch immer wieder hier belastet, und das ist Japan. Noch ein oder lange Zeit ein Raucherparadies gewesen. Dort finden ja nächstes Jahr die Olympischen Spiele statt, und dort gibt es eine Anti-Raucher-Gesetzgebung neuerdings. Die ist allerdings nach allem, was ich gehört habe, relativ löchrig. Ich kenne ja die neue Gesetzgebung nicht. Ich war da im Dezember 2017 mit einem Heavy-Raucher, was insofern immer ein bisschen nervig war, weil der Kollege Ralf Andres, mit dem ich da unterwegs war und der wirklich jede sich bietende Gelegenheit dazu benutzt, sich eine Kippe anzustecken. Wir sind dann quasi immer von einem Raucherslot zum anderen gelaufen. Das Praktische für mich war, was die Japaner neben den Raucherslots eben auch haben, sind überall Getränkeautomaten. Das heißt, ich konnte wenigstens dann überall ein Wässerchen oder eine Coke Zero trinken. Hatte damit daher auch eine Übersprungshandlung, die ich erledigen konnte. Aber wird offensichtlich erschwert, aber auch sehr diszipliniert eingehalten. Man steht dann relativ kuschelig zusammen. Wird nicht so das Thema sein. Es sind eher die zahlreichen Auslandsmärkte. Man hat einiges zugekauft, dadurch auch relativ viel Goodwill. Ja, 63% vom Eigenkapital sind Goodwill, das ist nicht zu unterschätzen. Man hat zum Beispiel in Russland einiges gekauft. Russland macht unter Putin ernst mit dem Feldzug gegen den Tabak. Man hat sich aber auch in Emerging Markets. Man musste sich entscheiden zwischen Wodka und Tabak, man hat sich für Tabak entschieden. Ja. Emerging Markets wie zum Beispiel Bangladesch steht groß auf der Agenda. Da hat man jetzt richtig Geld investiert.
Das ist ein, da ist natürlich ein großer Schuss Emerging Markets Fantasie dabei. Eins noch, kleines Kuriosum am Rande, die machen tatsächlich nicht nur Tabak. 15% des Umsatzes sind pharmazeutische Mittelchen, so Gebrauchspharmazie und in der Tat Tiefkühlkost. Also man kriegt dort alles, man kann sich ernähren, man kann dann die Zigarette danach und für die Behandlung der Schäden oder zumindest des Sodbrennens. Ja, das ist ja zumindest eine konsequente Produktkette. Wertschöpfungskette. Also da muss man einfach mal sagen, erst die Leute abhängig machen, dann dabei halten und dann so. Wir hatten und wenn sie nicht mehr laufen können, hat man gleich noch Tiefkühlkost. Wir hatten irgendwann mal dieses börsennotierte Bestattungsinstitut. Verlassen wir Japan, kommen wir zurück nach Deutschland und sind da bei einem Unternehmen, was in hervorragender Art und Weise die Leistungsfähigkeit und die Leistungskraft vom Mittelstand mit 3,8 Milliarden Euro Umsatz, eigentlich auch schon ganz ordentlich, ein Unternehmen, wo man sofort an Gabelstapler denkt und im Übrigen auch daran, dass die schon ganz schön lange mit Elektromobilität auf dem kleinen Raum, ja, in dem die Dinger dann unterwegs sind, zu tun haben. Das machen sie immer noch, aber die machen inzwischen noch viel, viel mehr, was man so als in der Gabelstaplerfahrer mit der Stapelgabel prahlt. Ja. Nicht? Ja, also Gabelstapler, wie schnöde klingt das denn? Nein, man sieht sich selber als führender Anbieter für Intralogistik. So heißt es auf der Website im Corporate-Profil von Jungheinrich, aber in der Tat ein Traditionsunternehmen. Die Gabelstapler, die gibt es seit Jahrzehnten. 131.000 Fahrzeuge gehen da momentan im Jahr raus. Das sind fast alles Elektrofahrzeuge und ich glaube, Elon Musk könnte mal dort vorbeischauen und mal anschauen, wie so eine Serienfertigung im sechsstelligen Bereich problemlos vonstatten geht. Die fertigen jedes Jahr diese 100.000 im Jahr? Also ja, also 106, letztes Jahr haben sie 120.000 gemacht, aktueller Auftragsbestand sind jetzt 131.000 Fahrzeuge. Ja. Irgendwo müssen 3 Milliarden Marktkapitalisierung und 3,7 Milliarden Umsatz herkommen, weil du kannst übrigens dir so einen Gabelstapler auch direkt dort auf der Homepage bestellen. Also wenn du mal nicht weißt, wohin mit deinem Geld so. Also schöne Modelle auch zum Beispiel in Rot. Wenn dann irgendjemand auf meinem Smartparkplatz steht, kann ich den beispielsweise umsetzen, den anderen. Wenn das auch ein Smart ist, ja, würde das gehen als Alternative zur Sackkarre. Und bevor was kommt, wir wissen, dass Tesla in diesem Jahr über 100.000 Autos herstellen wird. Natürlich. Es war auch ein Scherz, aber die haben es halt schon viel länger gezeigt. Und es ist definitiv einer der großen Hersteller von Elektrofahrzeugen. Nur es sind halt die fahren halt nicht so schnell. Das sind solche Flurfahrzeuge, sind nicht unbedingt so schön. Also finde ich. Aber es macht Spaß. Also, es macht Spaß. Dazu kommt natürlich, dass um die Hardware in den letzten 15 Jahren immer mehr Software gekommen ist und dass sie inzwischen vollautomatische Logistiklösungen unter Einsatz dieser Gabelstapler, die dann eben auch teilweise nicht mehr selber fahren autonom werden müssen. Fahren autonom. Das ist wirklich Hightech aus Deutschland. Ja, das ist ein Klischee-Unternehmen. Natürlich auch, was die Risiken angeht. Denn man hängt schon sehr, sehr stark an der Konjunktur. In der Finanzkrise gehört Jungheinrich zu den Unternehmen, die nicht einmal mehr die Gewinnzone halten könnten. Also selbst auf Basis bereinigter Gewinne, bereinigter Zahlen, haben sie damals einen Verlust ausweisen müssen. Entsprechend Ende letzten Jahres, als die Konjunkturängste grassiert haben, ging es mit der Aktie richtig runter von knapp 40 auf etwas über 20. Das waren weit mehr als 40%. Die wurden auch jetzt im ersten Quartal teilweise wieder aufgeholt. Aber da ist noch durchaus Potenzial nach oben. KGV 15 ist nicht teuer, aber impliziert immer so ein bisschen so diese angezogene Handbremse. Der Auftragsbestand ist toll, aber die Frage ist immer, wenn die Konjunktur schockgefrostet wird, was wird sich davon dann am Ende wirklich materialisieren, auch wenn Kunden dann ausfallen? Immerhin bekommt dieses Unternehmen damit ein doppelt so hohes KGV zugesprochen wie die im DAX notierten deutschen Automobilhersteller. Die machen ja auch keine Elektrofahrzeuge. Ja, ein bisschen machen sie schon, sie versuchen es zumindest. Aber es ist ein großartiges Qualitätsunternehmen. Toll. Übrigens, Hinweis hier, börsennotiert sind ausschließlich die Vorzugsaktien. Die Stammaktien liegen nach wie vor bei den beiden Töchtern des Unternehmensgründers, der übrigens tatsächlich Herr Dr. Jungheinrich war. Wir verlassen Deutschland,
gehen nach Frankreich und sind bei purer Qualität und auch purem Dividendenadel und auch der Dividendenaristokratie angekommen. Ja. Und bei einem verrückt hohen Preis. Wir reden von L'Oréal. Ja. 31,4 ist das KGV für 2019. Ja, 25 Jahre Dividende gezahlt, nicht gesenkt, erhöht, alles schön. 7,5%iges Wachstum, Payout genau da, wo er sein soll. 1,6% Dividendenrendite, alles schön. Aber der Preis für einen Kauf jetzt ist mir massiv und deutlich zu hoch. Insbesondere, wenn man die andere französische Alternative, die Christian ja auch regelmäßig hier ins Feld führt, die LVMH, die mit einem 20er KGV bewertet ist, die auch pure und breit aufgestellte Qualität ist. Ich kann es hier kurz halten bei der Aktie. Wenn man sie hat, herzlichen Glückwunsch, halten, weil der einzige Fehler, den man in den letzten Jahren immer mal machen konnte, ist sie zu verkaufen. Ja. Aber ob das Niveau das Richtige ist, um sie zu kaufen, wage ich zu bezweifeln. Jetzt ja, aber was den Kauf angeht, da kann man sich disziplinieren, da kann man eine Linie unten an den Kurs halten und ab und zu datzt der halt mal auf diesem Trend drauf, dann kann man sich da disziplinieren und kann da kaufen oder man kauft sie über einen Sparplan, wenn der Broker das anbietet. Es ist schon eine andere Aktie als Louis Vuitton und man muss auch diese Qualität sicherlich mit einem Aufschlag bezahlen. Louis Vuitton ist ein großartiger Brand, aber es ist natürlich zyklischer. Der Kosmetikbereich ist nicht so zyklisch wie Lederwaren und Accessoires. Man sieht es auch, wenn man einfach zurückschaut in die Zeit der Finanzkrise. Der Einbruch bei L'Oréal vom Gewinn war kaum messbar. Du meinst, die Frau verzichtet eher auf natürlich verzichtet sie eher auf eine neue Handtasche, bevor sie aufs Luxus-Make-up verzichtet. Ja, und immerhin 35% der Umsätze werden von L'Oréal selber als Luxury-Brands klassifiziert. Luxus-Make-up ist auch ein schönes Wort. Ja, das sind halt das teure Make-up. Ne? Ich meine, Farbe ist am Ende Farbe. Ne? So wie rotes Jackett ist rot, ne? Egal ob von Vormland oder von Louis. Aber ist natürlich eine andere Marke. Von Louis? Ja, gibt's auch, aber würde ich nicht tragen. Meinst du von Wormland und war aus dem Ausverkauf und ich habe das Gelbe noch dazu bekommen. Ja, das war 2-for-1. Das musste ich nutzen. Allein, das war die Telekom, das war die Deutsche Postsendung. Allein um dich zu ärgern. Ja, ich hatte das heute auch schon drin. Das ist pure Qualität, die man irgendwann kauft, wenn man solche Aktien haben möchte. Dann muss man es kaufen, dann vergisst man es einfach. Man sollte halt ganz klar sagen, ja, ich meine, mit einem 31er KGV, wenn man es jetzt kauft, ist halt die Rendite nicht mehr so großartig. Umgekehrt darf man aber bitte auch sagen, hey, nimm den Kehrwert davon und dann guck dir bitte mal eine Immobilie in München in erster Lage an oder in Wien im ersten Bezirk, dann findest du diese Rendite, die eine L'Oréal-Aktie hat, nicht. Und die Sicherheit meiner Ansicht nach ist mindestens dieselbe. Klitzekleinigkeit auch bei dem Aktienkauf. Die Kaufnebenkosten und der Kaufaufwand ist massiv geringer, weil ihr tippt eure Order einfach nur da ein, wo ihr sie kauft und ihr müsst nicht zu einem Notar rennen, ihr müsst nicht irgendwelche merkwürdigen Prozentsätze zahlen, ihr müsst nicht irgendwie einen Makler für horrendes Geld bezahlen. Also, und wenn man also Geld einfach mal wegpacken will und sagt, hey, ich möchte das in Unternehmensbeteiligung haben, das soll bitte möglichst defensiv sein, das soll möglichst gut geführt sein, dann ist L'Oréal mit in dem Topf, aus dem man diese Aktien ziehen kann. Und so viele Aktien sind da dann am Ende auch nicht drin. Hinweis zur Aktionärsstruktur, was ein Kuriosum ist. Es ist nicht nur ein familiendominiertes Unternehmen. Die Nachfahren von Liliane Bettencourt, vor 2 Jahren, sehr hohem Alter, erst verstorben. Mit viel Begleitmusik und einem jungen Fotografen und entsprechendem Stress drumherum mit den anderen Erben. Die Familie hält 33%, aber 23% liegen bei Nestlé. Schon etwas länger. Ja, schon etwas länger und Nestlé hat bislang auch keinerlei Anstalten gemacht, auch wenn Investoren das gefordert haben, diese Anteile an L'Oréal irgendwie zu verwerten. Warum auch? Denn es gibt einen schönen Cashflow. An meinem Geburtstag, am 26. April, wird Nestlé von L'Oréal dieses Jahr ungefähr 500 Millionen Euro Dividende erhalten. Das ist selbst für Nestlé richtig Geld, mit dem man beim Portfolio-Umbau doch einiges machen kann.
kommen wir von einer relativ teuren Aktie aus Frankreich zu relativ teuren Produkten aus Italien. Wir sind bei Moncler und damit so latent überteuerten Daunenjacken angekommen. Wieso heißt denn latent überteuert? Streich das latent. Was heißt denn dein, was hat denn deine Winterjacke gekostet? 600. Okay, gut. Naja, also meine hat jetzt 1000 gekostet. Ist aber jetzt auch so ein No-Name, Moose Knuckles. Aber für 1100 kriegst du eine Moncler. Gut, so das Einstiegsmodell. Kriegst du also bei Moncler, kriegst du auch welche für 5000 und deine Freundin würde auch eine für 10.000 kriegen. Habe ich heute noch mal nachgedacht. Würde auch die Frage stellen bekommen, ob sie noch auf dem Zaun hat. Was ist da? Gut, die sieht auch nicht wirklich schön aus. Sie ist so ein bisschen Haute Couture. Ja, aber er meint die Jacke. Ja, natürlich, scheiße, wirklich. Ja. Nein, aber wir reden also über Daunenjacken. Und das ist wirklich so. Natürlich, Moncler macht inzwischen alles Mögliche. Macht inzwischen Polohemd, macht Gürtel, macht Pullover. Aber am Ende ist Moncler eine Jacke. Eine Jacke, die richtig warm hält und außerdem... Und von denen sie ganz schön viele verkaufen. Der Umwelt signalisiert, hey, ich gehöre dazu, ich kann es mir leisten. Es ist, trägt man zum Canada Goose, trägt man in Neukölln, ja, Moncler in St. Moritz. Ja, und das 1,4 Milliarden ja. Machen die auf jeden Fall Umsatz damit. Das sind dann auch bei 5000 Euro pro Jacke schon ganz ordentlich. Und die EBITDA-Marge ist aber mal richtig Rock'n'Roll. So. 470 Millionen Euro, 33% EBITDA-Marge. Und beim Jahresüberschuss bleiben auch immer noch 330 Millionen hängen. Heißt auch bei den Wachstumszahlen 17,3% beim Umsatz, 17,7% beim EBITDA und 25,6% beim Jahresüberschusswachstum. Das ist cool, das seht ihr auch am adjustierten Gewinn der Aktie, dass es eine schöne Linie ist. Dafür muss man dann fairerweise auch sagen, also auch wenn man sich über die Jacken möglicherweise ein bisschen mokieren kann, KGV 25, Wachstum 25, Georg Tilenius hat vor 20 Jahren hier mal das PEG-Ratio in Deutschland mit eingeführt, der Vermögensverwalter aus Stuttgart. Und nach diesem heißt es ja, dass das Wachstum prozentual mindestens so groß sein soll wie der KGV-Wert. Das ist hier erfüllt. Also von daher ist es zumindest nicht so, dass man sagen muss, grotesk zu teuer. Bei den Jacken ist das vielleicht anders. Ist überhaupt nicht überteuert und auch gerade nochmal im Vergleich mit Canada Goose. Ja, also Moncler hat schon eigentlich mehr Klang, mehr Tradition, ist der stärkere Brand, ist mehr Luxus. Canada Goose, mehr Lifestyle. Canada Goose, 37er KGV. Hier Moncler 25er KGV. Dazu Neukölln kommt, rockt, ich sag's dir mal wieder. Ja, dazu kommt auch hier, es stimmt einfach alles, so bis in die Details hinein. Wir sehen hier 8 Piotrowski-Punkte. Wenn man sich dann auch mal solche fein ziselierten Sachen anguckt, wie die alte Bankers Rule, die Liquidität dritten Grades, die also Liquidität in also kurzfristige Liquidität in Relation zu Verbindlichkeiten sieht, da normalerweise Bankers Rule sagt, 2 ist ein Superwert. Kaum ein Unternehmen erreicht 1,5. Da sind die bei einer Liquidität dritten Grades von 2,5. Keine Schulden. Das ist wirklich großartigste Qualität. Und man hat sicherlich einen Schuss Fantasie dabei. Das Unternehmen ist durch viele Hände gegangen, wurde immer wieder von Investorengruppen neu strukturiert. Der Chefdesigner Remo Ruffini hat inzwischen das größte Paket, der ist 58 Milliardär, durchaus bekannt für Vermögensoptimierung. Und ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann bei einem Preis, der stimmt, der vielleicht bei 60 liegt, bei 80 liegt oder bei 100 liegt, einem Bernard Arnault sagt, natürlich, gerne, Moncler passt doch wunderbar in dieses Luxus-Imperium. Und ich meine, wir reden hier aus der Perspektive eines Konglomerats wie Louis Vuitton oder Kering, also Arnault oder sein großer Erzrivale Pinot über letztendlich Kleingeld. 9 Milliarden hier, wenn es sich verdoppelt, sind halt dann 20 Milliarden, das passt in diese Brand Worlds durchaus rein. Und Moncler ist hier durchaus eine ikonische Marke. Also ist jetzt nicht ein Ersatz für eine Louis Vuitton im Depot. Das ist das Basisinvestment. Aber es ist, wenn man ein Single Brand will, eine Firma, wo nur eine Marke drin steckt, sicherlich momentan unter Markenstatus und Preisgesichtspunkten
attraktiver als etwa eine Hermes, die einfach extrem teuer geworden ist. Und was noch ganz schön ist, also auch seit 6 Jahren ist man jetzt als Dividendenzahler unterwegs, wächst, erhöht die dabei auch kräftig, aber ist trotzdem bei einem Payout-Ratio unterwegs, was man eben sukzessive nach oben fährt. Also 41-prozentiges Wachstum ist eben über dem Jahresüberschusswachstum. Das heißt, die fangen schon an, in die 50-Prozent-Richtung zu gehen. Aber man hat sich offensichtlich auch noch das eine oder andere vorgenommen, wo eben auch noch Daunenjacken zu verkaufen sind. Und vielleicht steht da ja auch irgendwann mal eine 3,5 oder eine 5 Milliarden Umsatzdimension. Wer weiß das schon. Aber zumindest, was man hier so sieht, also im ganz ersten Moment erstmal teuer und dann geht man so durch und entdeckt viele Sachen, wo man sagt, nee, gar nicht so teuer. Und dann kommen die qualitativen Aspekte, die Christian noch mitgesagt hat, dazu. Also von daher ein sehr, sehr schönes, spannendes Unternehmen. Wer es im Depot hat, dazu von unserer Seite herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo das mit den Glückwünschen so ein bisschen anders läuft und sich so ein bisschen reduziert. Hängt von der Zeit ab. Wir grüßen dabei natürlich auch freundlich und mit einem gewissen Schuss Mitgefühl Frau Klatten, die 12% an dieser Gesellschaft hält, die auf den klangvollen Namen Nordex hört und Windkraftanlagen herstellt, verkauft und dann dummerweise auch damit zu kämpfen hat, dass man möglicherweise, wenn irgendwas nicht so rund vielleicht schon, aber nicht so zuverlässig läuft, wie es eigentlich laufen soll, man auch mal mit Gewährleistungen zu tun hat, dann möglicherweise auch mal Nachfragen, die sich relativ schön am Kurs ablesen lassen, etwas fluktuierend und von starken Veränderungen geprägt sind. Wie ist es eigentlich mit Windkraft? Ist Windkraft jetzt noch ökologisch? Also mit Energie muss man immer aufpassen. Ist Windkraft noch ökologisch? Weil ich habe ja früher mal gelernt, Kernenergie ist böse. Jetzt gab es dieses Wochenende dann ja die Absolution für die Kernenergie, die ist ja jetzt teilweise gut. Er meint Greta. Ja, jetzt, was ist mit Wind? Ist Wind noch gut? Ich glaube, ist Wind schon wieder schlecht, weil Vögel erschlagen, Bienen, Insekten, angeblich gibt es da auch einen Zusammenhang. Nee, die bösen Stromtrassen, der Wind muss ja von oben nach unten, und weil der Wind nicht geht, muss der Strom. Also das sind halt auch so Diskussionen, die kommen dann auch noch hier rein. Ja. Das ist so ein Moment, wo ich total gerne einen Energieexperten der Grünen hier hätte, um das mal mit ihm durchzugehen, wie er sich das eigentlich also alles vorstellt und wie das so ist und wie man das zu sehen hat aus der grün-linken Perspektive. Denn ich verstehe das auch nicht so richtig und ich fand das, und das war wirklich der Punkt, wo ich dann endgültig beeindruckt von Greta Thunberg. Ja. Thunberg war. Immer an den Fischen. Die nicht nur die Jugend zu einer Protest, eine regelmäßige Protesthaltung gebracht hat, zu einem Thema, was gerade für junge Leute in der Tat wichtiger ist als für 60- oder 70-Jährige, sondern die dann auch einfach mal gesagt hat, naja, aber dazu gehört eben auch die Ehrlichkeit zu sagen, dass wenn wir emissionsarmen Strom haben wollen und CO2-reduziert Strom nutzen wollen, dass wir dann an Atomkraft nicht vorbeikommen. Ja. Das ist ja schön, dass eine 16-Jährige, die einmal in der Woche eben nicht zur Schule geht, offensichtlich das da mehr Rückgrat besitzt als eine inzwischen 60-Jährige und über 60-Jährige Bundeskanzlerin, die Physik ja auch noch studiert hat und im Grunde genommen von der ich erwartet hätte, dass nachdem sie den Atomausstieg von Rot-Grün merkwürdig zurückgenommen hat, dass sie genau nach Fukushima diese Haltung an den Tag legt und sagt, lass noch 3 Atomkraftwerke noch, machen wir zu, aber die anderen sind zuverlässig. Und noch 3 Fridays for Future mit dieser gesellschaftlichen Bewegung. Und Frau Merkel legt den Schalter wieder an. Und die Atomkraftwerke werden angeknipst. Ja. Und die Windanlagen aus. Nein, aber wir sehen, Nordex, das ist so ein... Stimmt, ist so das ein, war ja das eigentliche ja, Thema. Ja, das ist das Thema. Es ist schon so ein Spiegelbild wie der Energiepolitik. Nicht rauf und runter. Das sind so Wellenbewegungen. Das Schlimme ist, das liegt nicht mal nur an Nordex. Es gibt ja noch 2 andere große Windaktien. Vestas ist die eine, nämlich, ne? Vestas als Weltmarktführer und dann Siemens Gamesa. Siemens also bei den Spaniern die eigenen Aktivitäten untergebracht hat. Die Zyklik ist dieselbe. Vestas hat sich ein bisschen nach oben abkoppeln können, ist aber auch noch weit von den alten Hochs entfernt. Siemens Gamesa sowieso von den Hochs von Gamesa. Das ist schon eine wahnsinnig schwierige Anlagenbaubranche und mir fehlt einfach bei einer so langen Historie
dann irgendwann der Glaube. Wir hatten das auch bei TUI. Wenn an so einem Unternehmen seit 20 Jahren immer wieder rumgeschraubt wird, es passiert alles Mögliche drumherum, aber die schaffen es irgendwie nicht, nachhaltig Geld zu verdienen. Da muss ich auch sagen, auch hier bei Nordex, das ist das gleiche Problem, das ist das gleiche Problem bei Siemens Gamesa, dann habe ich als Anleger keine Lust. Dann ist es für mich kein strategisches Investment. Ich muss gleichwohl sagen, wenn ich mir den Chart angucke und wenn ich Trader wäre, dann ist da Musik drin. Ne? Aktie hat sich seit der Bodenbildung, die eigentlich das ganze Jahr 2018 angelaufen ist, in diesem Jahr verdoppelt. Hallo, wer da zocken möchte, warum nicht? Das ist eine Aktie, in der ist Musik drin, da ist auch genügend spekulatives Interesse drin, da wird auch ein bisschen immer rumgeschortet. Ja, schöne Sache. Aber für mich als Investor definitiv nichts. Ich halte eine Menge von Windkraft, ich glaube an regenerative Energien, aber es hat sich gezeigt, auch im Solarbereich besser als die Produzenten sind für langfristige Investoren diejenigen, die die ganzen Dinger einsetzen und damit Strom produzieren, den irgendwie vermarkten. Das wäre zum Beispiel im Windbereich in den USA eine NextEra Energy, einer der Dividendenfavoriten unter den Versorgern, oder hier in Deutschland nicht ganz so stark im Wind, stärker noch in der Solarenergie, die Encavis, die wir auch schon mal hier in der Feedback-Sendung haben. Und wenn ihr das nachschauen wollt, dann einfach über das Echtgeld-TV-Archiv den entsprechenden Schnipsel anklicken. So, jetzt machen wir weiter mit was Spanischem und mit einem richtig tollen Dividendenwert, der richtig viel Dividendenrendite auszahlt. Und das war es dann aber dummerweise auch. Denn das ist so ein richtiger Musterfall dafür, dass es eben nicht alleine auf die Dividende ankommt, sondern auch so ein paar andere Sachen noch eine Rolle spielen. Natürlich ist die Telefonica zunächst mal eine sehr günstig bewertete Aktie mit einem KGV von 10,4. Halt, es gibt noch zwei Telefonaktien, die billiger sind. Gott sei Dank. Ja, die haben nämlich ein 8er KGV, ne? Schnäppchenjäger, aufgepasst. Die kommen wahrscheinlich aus so Chaos-Staaten wie? Nee, ich hab jetzt mal diese ganzen komischen Staaten alle weggelassen, sondern KGV 8, British Telecom. Ich dachte, du hast die komischen Staaten weggelassen. Und Telekom Italia. Beide ich dachte, haben du hast die komischen KGV. Staaten weggelassen. Ja, ich habe jetzt mal zum Beispiel Erdogan weggelassen. Ja, aber ja, also British Telecom günstiger, Telekom Italia günstiger, bleibt jedem Anlegers Fantasie überlassen, woran das wohl liegen könnte. Hier sind wir auf jeden Fall in einer Situation, dass wir zwar ein günstig bewährtes Unternehmen haben, aber wir haben eben auch eins mit Dividendenrückgängen, wir haben ein Unternehmen mit Umsatzrückgängen, jetzt auch mal wieder EBITDA und Jahresüberschusswachstum. Aber auch da seht ihr im Echtgeld-TV-Profil, wo das Ganze in den letzten 10 Jahren herkam, sich hin entwickelt hat. 1,50, 1,60, 1,70 Gewinn pro Aktie in 8, 9 und 10. Und dann ging es mal unter die 1-Euro-Marke. Und da ist man auch immer noch relativ stabil unterwegs. Adjustierter Gewinn für 2019 erwartet ist bei 72 Cent. Das wäre knapp 10% mehr, als es in 2018 waren. Alleine den Investoren fehlt offenbar noch der Glaube und die haben auch einiges auszuhalten gehabt, denn in 2008 war der Kurs eben bei 22 und davon ist nicht mehr allzu viel übrig. Jetzt ist er nämlich noch bei nicht mal 8 Euro, also aber 2/5 drunter. Und da bringt einem dann auch irgendwie eine cool erscheinende Dividendenrendite mal einfach gar nichts. Und man hat sich die Dividende selbst gezahlt. Möglicherweise sollte die Aktie genauso auch im Depot gewichtet sein. Ja, also mit null. Ja, ja, gar nicht. Es ist wirklich ein klassisches Beispiel dafür, die Dividende hilft, dass der Total Return sich irgendwie der Nulllinie nochmal von unten annähert. Aber ja, aber auch da seht ihr, dass es trotzdem so ist, dass man ein Viertel seines Geldes verloren hat. Genau. Also nichts mit annähern und so weiter. Insofern, also alles schön und gut. Emerging Markets Fantasie 42%, Lateinamerika, ja, ist ja alles gut. Wenn man Lateinamerika im Depot haben möchte, kann man sich ein Lateinamerika ETF kaufen. Das reicht auch. Diese Aktie braucht man dafür nicht. Und wenn man Telekommunikation haben will, macht ja durchaus Sinn. Die Deutsche Telekom wird mit einem KGV von 13 gehandelt. Und die 30% Aufschlag für ein fokussiertes Unternehmen, das in Deutschland und in den USA vor allem stark ist, das inzwischen
schon den Turnaround geschafft hat, ist meiner Ansicht nach attraktiver als so eine Emerging Markets Spekulation im Gewand eines vermeintlichen Hochdividendenwerts. Und das ist es dann eben, das ist eben dazu, wo wir auch sagen, das können wir dann auch mal wirklich kurz halten bei den Unternehmen, weil dazu gibt es aus unserer Sicht nicht mehr viel zu sagen. Wir machen weiter mit United Technologies und dazu ist ein bisschen was zu sagen, Christian. KGV 16,4, ordentliche Größe, 111 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, 150 Milliarden Enterprise Value, also da ist auch schon mal ein bisschen Verschuldung drin. Aber hallo! Auch wenn man sich insbesondere das EBITDA anguckt, also da reden wir eben auch schon über das eine oder andere, aber ansonsten, ein paar Sachen sehen eben auch toll aus. Wenn man sich den Gewinn pro Aktie anguckt, ist gut. Dividendenaristokrat, gut. Dividendenwachstum ist da. Payout ist nur bei 50%. Erwartete Rendite ist so auf US-Staatsanleihen, 10-Jahres-Niveau. Ja. Ist okay, aber selbst der Vorstand sagt, dass der Laden irgendwie nicht mehr zu managen ist. Ja. Eingeständnis, was dann kam, unter dem Druck aktivistischer Investoren. Schulden kommen auch nicht von ungefähr. United Technologies ist stark im Bereich Flugzeugtriebwerke, wollte noch stärker werden und hat die ebenfalls börsennotierte Rockwell Collins übernommen. Ja, daher kommen auch dann die Schulden. Als man das dann gemacht hat, hat man festgestellt, ups, das Ganze ist ja irgendwie, passt das nicht zusammen mit dem, was wir sonst noch haben. Denn 19% zum Geschäft tragen Aufzüge bei. Die Firma Otis dürfte bekannt sein. Und weitere 28% macht man mit Klimaanlagen. So, jetzt hat man also Aufzüge, Klimaanlagen und ein riesiges, mit viel Schulden gepipptes Flugzeuggeschäft. Wo sollen da bitte die Synergien herkommen? Haben die Investoren gefragt und das Management. Man könnte Rolltreppen in die Flugzeuge einbauen. Ja, das Management hat gesagt: irgendwie habt ihr recht. Also so richtig, die Synergien kommen nicht zustande. Und in der Tat, man hat sich entschieden, die Scheidung einzureichen. Man will die beiden Bereiche, die kleineren Klimaanlagen und Aufzüge, abspalten im Wege eines Spin-offs und hat dann am Ende halt eine. Drei Aktien. Eine sehr fokussierte Flugzeugfirma als Hauptfirma, genau. Man hat dann am Ende drei Aktien. Das ist eine coole Sache, weil solche Spin-offs über die Zeit deutliche Überrenditen erwirtschaften. Wir haben in Deutschland auch einige positive Beispiele zu diesen Spin-offs. Zum Beispiel eine Lanxess hat sich sehr gut gemacht, eine Infineon mit Verzögerung aus dem Siemens-Konzern heraus. Infineon hat Pausen gemacht. Covestro hatte auch lange Zeit einen guten Lauf. Also so die ersten zwei, drei Jahre eines Spin-offs eines Unternehmens, das befreit ist von der Muttergesellschaft, sind oftmals wirklich top Investmentzeiträume. Nicht umsonst gibt es sogar einen ETF, der darauf abstellt, nur diese Spin-offs zu kaufen. Nachteil an der ganzen Sache für deutsche Investoren ist, höchstwahrscheinlich wird das auch bei United Technologies wieder so laufen, in dem Moment, wo das Spin-off dann wirksam wird, man also die anderen neuen Aktien eingebucht bekommt, werden diese behandelt wie eine Dividende. Das heißt, man muss Steuern zahlen, obwohl man nicht einmal einen Liquiditätszufluss hat. Man kriegt ja nur eine Aktie. Das ist aus deutscher Sicht ziemlich blöd, aber das ist natürlich den Amerikanern herzlich egal. Die Fantasie, dass diese Ausgliederungen kommen, sollte dem Kurs allerdings durchaus schon mal wieder noch ein bisschen Auftrieb verleihen. Insbesondere, weil der Aufzugsbereich und der Klimaanlagenbereich separat, wenn man sich so die Peer Group anschaut, zum Beispiel im Aufzugsbereich, hatten wir auch hier schon Kone aus Finnland oder Schindler aus der Schweiz, ungefähr doppelt so teuer ist wie das, was wir momentan als KGV aber bei das ist ja nur das eine nach dem Motto, das ist so auf dem Papier und dann eben ohne Steuern. Da gibt es noch ein da gibt es mehrere steuerliche Probleme, gerade für den deutschen Anleger, die nicht so schön sind und die einem die grundsätzlich gute Idee eines solchen Investments eben auch madig und verleiden finden. Man muss es halt sofort versteuern, nicht? Ja. In dem Moment, wo es zufließt. Aber man kann natürlich die Aktie, wenn man diese Sondersituation spielen möchte,
dann auch kurz bevor dieser Spin-off tatsächlich dann stattfindet, wieder verkaufen und dann anschließend zum Beispiel eine Otis dazu kaufen, wenn man solche Situationen mag. Es sollte meiner Ansicht nach nicht das einzige Kalkül sein, warum man so etwas kauft, dass es immer dann so wahnsinnig gewitzt sein soll. Ist nicht meins, ich versuche ja nie schlauer zu sein als andere, ich bin ja schon zufrieden, wenn ich nicht allzu große Fehler mache. Ich finde zwei Bereiche, nämlich Flugzeuge und Aufzüge, sehr, sehr spannend. Frag mich, brauche ich dafür unbedingt eine United Technologies? Kann ich auch mit Firmen in meinem Rechtsraum abdecken, nämlich im Euro-Rechtsraum, zum Beispiel eine Kone für die Aufzüge. Alternativ, wenn man Schweizer Franken haben will, kommt die Schindler in Frage. Und ansonsten diese Flugzeugzulieferer, da bin ich persönlich nach wie vor sehr angetan von der MTU, Aero Engines, MDAX-Konzern, sehr schönes Wachstum, sehr gute Kursentwicklung, Dividendenade, das wären die Alternativen dazu, wenn man jetzt nicht so eine super smarte Aufspaltungsspekulation machen möchte. Ja. Und damit kommen wir zur letzten Aktie des heutigen Hauptprogramms, bevor wir zu den zwei Bonusaktien kommen. Wir sind angekommen bei einer Aktie, die wir hier schon mal besprochen haben, ich glaube vor einem knappen Jahr, WPP. Heißt, was heißt denn WPP? Weiß ich doch nicht. Wire and Plastic Products. Ich weiß nur, das ist eine Firma, dass die in einem Bereich tätig sind. Einkaufskörbe hergestellt. Siehst du, und jetzt machen sie, jetzt haben sie etwas lange Zeit gemacht, wo sich der Markt eben gedreht hat. Großes Agenturnetzwerk, lange, lange Jahre sehr, sehr erfolgreich. Gerade einem Podcast mit dem langjährigen Vorstandschef gehört. Und seitdem der unter auch ordentlicher Begleitmusik das Unternehmen verlassen hat, hat sich das Ganze eben mal massiv in die andere Richtung entwickelt von einem Niveau von 1800 jetzt eben auf unter 850, also mehr als halbiert. Das Ganze ist auch durchaus begleitet durch Rückgänge beim Ergebnis, die man sehen kann. Es ist zwar so, dass eine sehr, sehr ordentliche Dividendenrendite ausgeschüttet wird und dem Anleger angeboten wird, auch dass ein sehr, sehr attraktives KGV vorherrscht, aber man muss sich natürlich vor allen Dingen damit beschäftigen und die Frage stellen, wo sind die aktiv, was machen die und ist dieses Geschäft, was die lange Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, also Werbekampagnen zu planen, was vor ein paar Jahren noch sehr, sehr viel Arbeitsaufwand war, wenn man ganz viele Printmagazine belegen wollte. Macht das noch so viel Arbeit? Und die Antwort darauf ist nein. Und werden dort weiterhin die gleichen Margen von Kunden akzeptiert? Darauf ist die Antwort auch nein. Und bekommen sie eigentlich weiterhin die gleichen Budgets wie in früheren Zeiten? Darauf ist die Antwort auch, damit dürft ihr raten, ebenfalls nein. Das sind so drei Problemfelder, dem dieses Unternehmen ausgesetzt ist und denen es sich alleine auf der schieren Größe auch nicht so ohne weiteres entziehen kann. Wir hatten das Unternehmen damals schon mit einer gewissen Skepsis begleitet. Aus meiner Erinnerung heraus würde ich vermuten, dass die Kennzahlen jetzt spürbar attraktiver sind. Das könnt ihr aber auch nachprüfen, wenn ihr es... Ja, die Kennzahlen. Das ist halt hier so der Fall. Na, von den Kennzahlen her, Dividendenaristokrat, wird ja auch verdient noch die Dividende. Ja, geht man quantitativ dran, ist das Ding ein ganz klarer Kauf. Geht man qualitativ dran, habe ich natürlich an einer Stelle vor allem Bauchschmerzen und das ist der Goodwill. Das ist ja so ein Agenturnetzwerk, das dadurch entstanden ist, dass aus dieser kleinen Einkaufskörbchenfirma, ne, Wire and Plastic Products von Martin Sorrell, immer wieder irgendwie was dazugekauft wurde. Und dadurch haben sie inzwischen 119% ihres Eigenkapitals als Goodwill in der Bilanz stehen. Also die Bilanz besteht eigentlich nur noch aus Goodwill. Und das ist natürlich kritisch. Wenn das Geschäft mal nicht mehr so läuft, dann wird der Wirtschaftsprüfer fordern fürs Testat, dass man den Goodwill rausnimmt. Und dann brezelt dir einfach das Eigenkapital weg. Und du hast unter Umständen ein Geschäft, was zwar noch gut funktioniert, aber deine Bilanz brennt an und dann kannst du immer noch keine Dividende mehr. Und da brennt auch anderes an. Da brennt ja. eben
kommt noch anderes an. Das kommt natürlich hinzu, dass die Frage ist, muss ein solches Agenturnetzwerk, was hier extrem weit verzweigt ist, aus vielen Einzelfirmen besteht, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Muss das nicht viel mehr Schnellboote haben? Muss man das nicht umstrukturieren? Ist das sinnvoll, dass man ausgerechnet den ehemaligen CEO jetzt auch dann noch als Wettbewerber hat, weil er hat ja auch eine neue Firma aufgemacht? Ja. Das ist extrem schwierig, wobei einige Schnellboote von denen ja wahnsinnig erfolgreich sind. Sie sind ja zum Beispiel größter Aktionär bei der deutschen Syzygy AG, einem E-Business-Integrator, wo nach wie vor das Geschäft sehr, sehr gut läuft, auch ein sehr solider Dividendenwert, machen Vollausschüttung. Das für die Anleger, die gerne mal so Smaller Caps sich anschauen. Aber dieser Riesendino irgendwie... Irgendwas stört mich daran, selbst wenn ich nicht glaube, dass Agenturen verschwinden werden, weil es in Konzernen nach wie vor zu viele Leute gibt, die was für den Save-Your-Ass-Ordner brauchen. Da ist eine Agentur ganz praktisch. Nur brauche ich dafür diesen großen Wasserkopf? Nee, braucht man nicht, weil man kann Agenturen ja auch deutlich kleiner, effizienter betreiben. Echtgeld-TV wird ja unter anderem in einer Agentur und von einer Agenturfirma betrieben. Und produziert. Solltet ihr also in dem Bereich eher in was Kleinerem einen Job suchen, geht mal auf die Website von adorum.de. Da ist gerade eine Stellenausschreibung draußen, wenn ihr im Marketing, Online-Marketing-Bereich fit seid. Vielleicht ist ja Berlin und Nähe zum Tiergarten und gelegentliches Mitbetreuen auch bei Echtgeldthemen für euch eine interessante Option. Dann schaut auf der Website dazu nach. Bei WPP braucht ihr aus unserer Sicht nicht unbedingt weder als Aktionär und im Übrigen auch nicht als Arbeitgeber unbedingt zu machen. Das zu der Aktie. Ja, übrigens auch nochmal der Hinweis auf die Historie, die man ja im Echtgeld-TV-Porträt erkennt. Das Ergebnis von WPP in Zeiten der Finanzkrise war ein Drittel vom heutigen. Da reden wir dann auch wieder nicht über den Kurs, sondern reden wir über Dividendendeckung, und die ist dann eben nicht mehr vorhanden. Das ist sicherlich eine spannende Chance, aber wir wollten hier bewusst mal auf die Risikoseite aufmerksam machen. Das haben wir im Übrigen auch getan, nämlich auf die Risikoseite aufmerksam zu machen. Ich meine, es war der April 2018, als wir in einer Sendung neben der Deutschen Post, neben, welche Aktie war noch mit dabei? Egal, steht aber auch in der Historie, könnten wir eigentlich bei der Gelegenheit mal gleich zeigen, wie das funktioniert. Wir hatten aber vor allen Dingen auch noch eine dritte Aktie besprochen, und die ist in der Tat Thema der Woche, Thema des Monats, Thema seit vielen Monaten. Wir reden über die Bayer-Aktie. Herr Christian hat vorhin schon gesagt, das Unternehmen, was als Pillendreher groß geworden ist, bevor es sich eine Poison-Pill reingedreht hat, durch und mit Monsanto, dessen Namen sie dann gleich mal haben verschwinden lassen, ist eigentlich schade heutzutage, weil wenn sie das Ding jetzt wenigstens wieder verkaufen könnten, dann wüsste jeder wenigstens gleich, was er da für ein Zeug kauft. Offenbar hat der Vorstand da katastrophal falsch eingeschätzt. Wo viele, waren ja nicht nur wir, aber wo viele wirklich deutlich skeptischer waren gegenüber den Risiken, die eine Monsanto einfach für das Unternehmen bedeutet, aus ganz verschiedenen Gründen. Und diese Prozessrisiken, die poppen jetzt so langsam aber sicher auf, auch wenn man immer noch sagen muss, das amerikanische Justizsystem ist da ja halt ein bisschen eigenartig. Entscheiden erstmal die Geschworenen und dann kommen die wirklichen Experten. Bisschen eigenartig. Ja, also mir ist auch in der ganzen Diskussion in Deutschland so ein bisschen viel Schadenfreude dabei. Das ist überhaupt kein Grund zur Schadenfreude. Nee. Das ist ein Desaster, wenn das so passiert, weil eine Industrieikone mit einer ganz tollen Unternehmenskultur übrigens. Und auch manifestiert, zum Beispiel an dieser langen Tradition der Betriebssportgemeinschaften, die ja dann bis in die Bundesliga geschafft haben, in vielen Sportarten. Das ist eine ganz tolle Unternehmenskultur, das alles würde vor die Hunde gehen, wenn das Unternehmen so dermaßen bluten muss. Also da sitzen jetzt aber viele vorm Rechner, die wirklich sagen, um Bayern 04 Leverkusen wäre es wirklich nicht schade.
Als Betriebssport, also ob du jetzt diese Bundesliga-Mannschaft nimmst, das ist das eine, aber wenn du schaust, es gibt Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen, Bayer Dormagen, überall dort, wo Bayer, ich komme ja aus der Ecke gebürtig und du kommst Bayern nicht, das Unternehmen ist so präsent und eben hat sich auch frühzeitig in der Historie immer um die Belange der Arbeitnehmer gekümmert, eine wirklich prämierte Unternehmenskultur auch und das hat schon damals für mich nicht gepasst an der kulturellen Stelle. Ich habe nicht irgendwie jetzt diese Prozessrisiken so eingeschätzt. Für mich war der Grund, wie gesagt, ich habe mit Bayern ein ernsthaftes Problem, dass ich ja als Aktionär damals beteiligt war an einer Pharmaboutique. Ein bisschen klein vielleicht, um eigenständig zu bleiben, aber doch eigentlich ein feiner Laden. Und die hatten Angst, dass sie geschluckt werden und dann haben sie ihrerseits was geschluckt. Ja, und dadurch hat sich halt der Anlagehintergrund für mich geändert. Und damit war die Aktie qualitativ für mich nicht mehr interessant. Ja, weil ich habe plötzlich zwei Bereiche gehabt, die für mich nicht zusammenpassten, von der Anlagemotivation her. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ironie in der Geschichte ist, dass natürlich aktivistische Investoren das genau auf der Agenda haben. Und Bayer hat eben keinen starken Großaktionär. Und gucken wir mal, was passiert, wenn die Bayer-Aktie auf 40 geht, ja, oder auf 35. Warum soll das nicht passieren? Dann wird es Investoren geben, vielleicht auch jemanden mit einer Elefantenbüchse, ja, der dann sagt, wir kaufen das mal und zerlegen das wieder in die beiden Einzelteile. Dann nimmt es die alte Monsanto plus die Bayer Agrarchemie-Sparte und die Bayer Pillendreher, ja, und die Gelackmeierten werden am Ende die Arbeitnehmer sein und vor allen Dingen diejenigen, die in Deutschland arbeiten. Es ist ein Desaster. Es ist und damit Desaster. Ist es eben, da muss man dann eben auch mal sagen, das ist ein relativ typisches Management-Desaster, weil es wurde dann eben vom Vorstand auch durchgepeitscht, auch mit Unterstützung des Aufsichtsrats. Ja. Da haben also da wurde nicht an irgendwelchen Stellen hingeguckt, sondern an oberster Stelle. Man war sehr selbstbewusst. Und nicht richtig eingeschätzt. Das ist nichts Schlechtes. Wie gesagt, ich habe damals diese ganze Monsanto-Geschichte, ich sehe das auch nicht ganz so ideologisch, Glyphosat und so weiter, sondern für mich war das Thema Anlage Hintergrund. Nur wenn dann jetzt rauskommt, dass man vielleicht bei der Due Diligence nicht sauber vorgegangen ist, und da wird es sicherlich auf der Hauptversammlung einen Gesprächsbedarf zu geben, bin ich sehr, sehr gespannt. Mir ging es bei Monsanto vor allen Dingen um die Geschäftspraktiken. Glyphosat kann ich gar nicht qualifiziert einschätzen. Also mir ging es darum, dass bei dem einen Pflanzenvernichtungsmittel, wenn es auf die Felder der Bauern gekommen ist, die dieses Mittel nicht eingekauft haben und dabei Sachen zugrunde gegangen sind und nicht mehr das Land nicht mehr urbar war danach, dann hat Monsanto gesagt, da können wir nichts für. Wenn aber das gentechnisch veränderte Saatgut zu einem anderen Bauer rüber gestreut wurde und damit die Ernte dieses Bauern ergänzt hat, dann wurden Patentklagen erhoben, weil der eben unerlaubt dieses Monsanto-Saatgut benutzt hat. Und das war etwas, was mir an beiden Stellen schon nicht so richtig gefallen hat und in der Kombination schon mal gar nicht. Die Behandlung von Glyphosat ist da ein Nebenthema, wie gesagt, qualifiziert von uns nicht einschätzbar. Also letztendlich unser Urteil bleibt dasselbe. Qualitativ no. Ich habe die Aktien nach wie vor im Dividendenadel Deutschland, rein systematisch von den Kennzahlen her, seit Jahresanfang nochmal bestätigt. Und da wird man dann mal schauen, was draus wird. Genau. So, und eine zweite Gesellschaft, die wurde nach der letzten Sendung sehr intensiv diskutiert, weil wir unsere CVS-Position ausgebaut haben, also verdoppelt haben. Ja. Da wurde dann die Frage gestellt, Mensch, Walgreens ist doch eigentlich eine viel günstigere Gesellschaft, die wachsen doch auch und die sind auch nicht so krass verschuldet und warum habt ihr denn die nicht genommen? Und geht da ruhig nochmal in die alte Sendung und schaut da ruhig auch mal nach, weil es ein wirklich schönes Beispiel auch ist, gesittet und auf Dialog ausgerichtet, auch Diskussionen stattfinden. Das klappt nicht immer, aber da hat es auch sehr, sehr schön geklappt. Also von daher ein paar Worte zu Walgreens, die in der Tat mit einem KGV von 10 sehr, sehr günstig bewertet erscheint. Dividendenrendite 3% ist schön, Verbindlichkeiten ist auch angenehm.
Aber die strategische Ausrichtung bei Walgreens ist eben eine andere. Ja, die machen einfach das klassische Geschäft, was sie immer gemacht haben, ja, Drogerie und Pharmacy. Kümmern sich nicht so richtig viel um Zukunft, also auch um Zukunft. Ja, doch, deren Zukunft ist halt, dass sie sagen, wir haben die Kernkompetenz Handel und wir glauben, dass wir in dieser Kernkompetenz weiterhin so weitermachen müssen und können, dass wir damit erfolgreich sind. CVS hat einen anderen Ansatz, dem gesagt, wir sehen den gesamten Markt eher kritisch, wir wollen proaktiv ein anderes Unternehmen werden. Wir wollen ein umfassender Gesundheitsdienstleister werden, inklusive Gesundheitsfinanzierung. Deshalb haben sie Aetna übernommen, deshalb die hohe Verschuldung. Das ist ein deutlich höherer Einsatz für eine Zukunftsstrategie. Welche Strategie am Ende besser ist oder ob nicht beide Strategien auch aufgehen oder beide Strategien floppen, das werden wir erst in 5 Jahren sicherlich mal abschätzen können. Ja, aber also... Und das ist eben die Frage. Und wenn man sagt, ich möchte das diversifiziert machen, dann kauft man im Zweifelsfall auch beide, weil es sei denn, man sagt, alles geht an Amazon, dann lässt man die Finger auch von beidem wiederum weg. Das sind ja ganz einfache Entscheidungen. Bei uns war es so, dass Christian diese Aktie damals vorgestellt hatte, wegen der erwarteten Neuausrichtung und wegen der erwarteten und prognostizierten Übernahme, die dann auch wirklich stattgefunden hat. Und dass wir dann nach ein paar Kursveränderungen, die ihr ja auch mitverfolgt habt, gesagt haben, jetzt sind wir in einer Situation, wo wir euch fragen wollen, bei 3 Aktien, wo sich unsere Meinung verändert hatte. Nämlich und wo es auch wichtige Updates gab, nämlich Daimler, CVS und Kraft Heinz, wo wir euch gefragt haben, was sollen wir damit machen. Bei der Daimler haben wir euch quasi nur die Verkaufs- oder Halten-Option gegeben und bei Kraft und CVS haben wir euch quasi nur die Zukauf-Option für beide oder einzeln gegeben und ihr habt euch in der Sendung dann eben dafür entschieden, Daimler raus, CVS rein und das haben wir dann gemacht. Und Walgreens stand an der Stelle ja quasi gar nicht so richtig zur Debatte, weil wir dann eben auch sagen, wir müssen jetzt das Depot nicht weiter noch darum vergrößern, sondern wir müssen jetzt auch mal ein bisschen darauf achten, wie kriegen wir jetzt nach 1,5 Jahren da eher einen strukturierteren Ansatz hin, um mit der inzwischen ja auch erreichten Vielzahl von Einzelpositionen vernünftig klarzukommen. Das war der Hintergrund für diese Geschichte und das soll es zu Walgreens an der Stelle und in dieser Sendung auch gewesen sein, glaube ich. Ja, und damit ist unsere heutige Sendung, auch wenn unsere Zuschauer das wahrscheinlich gar nicht mehr glauben können, doch tatsächlich zu einem Ende gekommen. Ja, wir haben 12+2 Werte für euch besprochen. Eure Aktien, unsere Meinung ist das Motto von Echtgeld TV. Das war die April-Ausgabe. Für diejenigen von euch, die auf dem Echtgeld TV Mailverteiler drauf sind, Mitglieder der Echtgeld TV Lounge und damit auch in den Genuss kommen, sich sämtliche Unterlagen kostenfrei herunterladen zu können, die erfahren die neuen Termine dann wie üblich per Mail. Ansonsten werdet ihr möglicherweise auch vom YouTube-Channel verständigt oder seht, wenn der neueste Podcast in der Library auftaucht. Wir freuen uns darüber, wenn es euch gefallen hat und darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet oder zuhört oder, und das ist dann eben das, was man am besten machen sollte, nämlich auch mal bei einer Live-Sendung dabei sein, so wie wir sie heute am 1. April 2019 in einem 2 Stunden 44 Minuten Marathon, an dem immer noch 3/4 aller Anfangsteilnehmer mit dabei sind, teilnehmen könnt und da würden wir uns auch drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, trefft gute Investmententscheidungen. Wir freuen uns, euch hier oder bei anderer Gelegenheit zu sehen. Tschüss.